Ach, Digga. Zumal wir das wahrscheinlich sowieso nicht überleben werden. Weil ich so einfach zu blöd bin, an den Viechern vorbeizuschleichen und dann kommt der andere Dude halt wieder, ne? Okay, wir müssen runter. Dann hier einmal komplett rum oder was? Ja, wir müssen hier geradeaus dann direkt. Wenn das. Ne, müssen wir nicht. Okay, wir müssen wieder komplett zurück. Hier unten lang und dann dahin. Grab dir doch ein Loch nach unten. Ja, gut, wir kommen, wir müssen raus. Wir können es ja nicht ändern. Ne? Weil. Was ist eigentlich mit dieser Pistole? Diese Pistole, die wir jetzt haben, können wir jetzt mit dieser Pistole auf dieses komische Viech mit dem Hut schießen? Kriegt der dann Schaden oder irgendwas? Weil das ist ja eine stärkere Pistole. Bringt das was? Ist das sinnvoll oder eher nicht so? Bringt nichts. Okay, also der Typ ist also tatsächlich so gedacht, dass man wirklich vor ihm weglaufen soll. Der ist unkaputtbar. Na, okay, alles klar. Okay, das heißt, wir müssen jetzt raus, rechts rum. Wobei wir auch links rum gehen könnten. Dann in die Bibliothek und dann runter. Das wäre vielleicht einfacher. Glaube ich. Schneller vor allem Ding. Okay. Wobei, ist der Typ nicht links rumgelaufen? Der rennt halt irgendwo links rum. Dankeschön übrigens an die ganzen Donations, die hier reinkommen. Vielen, vielen Dank. Ich muss hier runter. Ich werde das dann nachher nochmal vorlesen, beziehungsweise kommen hier auch meine Credits. Aber Vivian, an dich zum Beispiel jetzt ein ganz, ganz fettes Dankeschön. Ganz, ganz fettes Dankeschön. Okay. Oh, ich will auch einen Burger. Ich möchte auch einen Burger. Ich versuche das mal ein bisschen langsamer oder ein bisschen leiser zu laufen, damit er uns nicht findet. Vielleicht bringt das ja wirklich was. Ich habe keine Ahnung. Lass mal gerade hier die Kräuter mitnehmen. Scheiße, wir haben keinen Platz. Leck mich doch am Arsch. Wir verstauen das hier erstmal. Nehmen das hier gerade mal mit. Ziehen uns dort gerade mal eine schöne Lein. Zack. Sind aber immer noch verwundert, weil ich das nicht gedingst habe. Ich bin auch ein Profi, Alter. Ach, leck mich doch am Arsch. Mann! Warte mal. Ich tue mal kurz den Schlüssel hier zwischenlagern. Verstauen. So. Ich hätte das rote Kraut da noch mit hinpacken sollen, ich Idiot. Ach, Müll. Da muss man leider immer noch jetzt. Okay, grün brauchen wir, ne, um uns zu heilen. Manchmal hasse ich das mit dem Kraut, ne?
Manchmal hasse ich das mit dem Kraut. Ja, sagt einfach nichts. Sagt einfach nichts. Besser ist es. Sagt einfach nichts. Profi. So. Okay, Shotgun haben wir dabei. Wir haben einen freien Slot. Das ist halt eigentlich echt wenig. Ich würde den Dongle ja fast da lassen, aber dann brauchen wir den halt nochmal irgendwo, ne? Okay, wir speichern einfach mal kurz. Okay. Pass auf, Einsatzplanung. Wo müssen wir hin? Theoretisch gesehen nur hierdurch, hierdurch, hierdurch und hierhin. Praktisch gesehen, okay, ich packe das Holz noch weg. Ich habe gesagt, ich soll das Holz noch wegpacken. Nein, Holz wegpacken. Das brauchen wir eigentlich. Stimmt, habt ihr eigentlich recht, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch den Dongle? Brauchen wir den Dongle auch noch? Ich glaube nicht, oder? Den kann man, glaube ich, auch erstmal hier reinpacken. Ich lasse den erstmal hier liegen, dass, falls wir noch ein paar Sachen finden, dass wir die auch mitnehmen können. Der läuft hier irgendwo. Arschrillen so, ey. Rechts. Wir schleichen einfach mal. Zombie am Fenster, Alter. Dumme Mistsau. Ey. Lass das mal. Oh, der Wagenheber. Nice. Ist hier noch was? Oh, eine Handgranate. Easy going. Ist er da? Oh ja. Die Handgranate jetzt. Oh, ich glaube, der Chef kommt. Kann das? Ja, Chef kommt. Jo. Moin, Chef. So, pass mal auf. Wir gehen jetzt folgenden Plan. Wir nehmen jetzt die... Ich überlege gerade, was mehr Sinn macht. Raus und rechts, durch das Besprechungszimmer durch, hinten durchs Fenster und dann hier unten durch. Einfach, um uns ein bisschen mehr Zeit zu sparen, weil ich weiß, dass links von uns war irgendwo dieses komische Dreckvieh. Deswegen glaube ich, macht es mehr Sinn, wenn wir den Umweg gehen. Ich glaube, das wird's. Halt mal dein Maul jetzt. Echt jetzt, du gehst mir echt aufs Ei, Junge. Lass das mal. Lass das mal. Hör mal auf. Hä? Ich hab doch auf Messer gedrückt. Ja, geil. Moin. Hör mal auf. Du bist schon mal echt ein bisschen aggressiv, Freund. Du bist zu aggressiv für diese Welt. Kann das sein? Wo war der scheiß Ausgang? Links. Da oben. Du bist einfach zu aggressiv. Scheiße, da ist das Vieh. Oder?
Okay, wir sind gefickt. Ach komm, leck mich doch, ey. Ja, mach. Der Plan ist ja mega aufgegangen. Ach, fuck off, Alter. Das kann doch nicht sein, ey. Oh, wie konnte der denn jetzt bitte so schnell darüber kommen? Ich meine, wir waren sowieso am Arsch, ja? Aber, komm, ey. Wie ist der denn so schnell da hingekommen? Mit dem seine Wege hätte ich aber auch mal gerne. Instant hätten wir das Spiel schon durchgespielt. Arschloch. Tobi, du bist tot. Was? Da gibt's Verbindungstüren. Ja, aber nicht für uns, oder? Die gibt's doch nur für ihn. Okay. Und das gleiche noch einmal. Brett da lassen. Dongle da lassen. Ja. Macht eine Blendgranate Sinn? Helfen Blendgranaten gegen den Typen? Okay. Wir nehmen sie mal mit. Mal schauen. Vielleicht können wir sie noch gebrauchen. Okay, wie war der Plan? Wir mussten zu diesem Aktenraum, ne? Na dann mal, let's go. Anderer Plan. Wenn der Typ gleich reinkommt, kriegt er mir das Schrote eins ins Gesicht geblasen. Macht zwar auch Lärm, aber. Naja. Passt, Joe. Come in and find out! Arschloch! Schön. Okay, pass auf. Jetzt kurze Planänderung. Wir gehen jetzt nicht rechts rum, weil rechts rum war, glaube ich, keine gute Idee. Wir gehen links rum zum Empfang, müssen aber damit rechnen. Ja, ausweichen wäre auch eine sehr gute Idee gewesen. Da habt ihr recht. Da habt ihr wirklich recht. Das wäre eine gute Idee gewesen. Wir hätten locker ausweichen können. Der Raum ist eigentlich dafür gemacht. Egal, wir probieren es jetzt einfach mal so. Wir müssen aber damit rechnen, dass hier wieder so ein scheiß Lickerviech hängt. Das ist nicht gut. Okay, wir probieren einfach mal. Moin! Ah, Officer, Sie sind doch aber aufgebracht, hm? Wie sind Sie denn so aggressiv? Verstehe ich gar nicht. Ganz ehrlich, die erste Aufnahme von Resident Evil, wo wir hatten, der erste Stream, war einfach ein Scheiß dagegen. Sobald du irgendwelche Viecher hast, die dich verfolgen, die dir hinterherrennen oder sowas, ist in Horrorspielen echt, boah, krass. Okay, wir gehen jetzt hier oben in die Bibliothek. Dann schließen wir den Wagenheber an. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Keine Ahnung, wo wir dann hin müssen, was wir da machen müssen. Ich habe keine Ahnung. Wo geht's hier hin? Ist das die Bibliothek? Nein. Das ist das Büro. Okay, der Typ ist... Mach mal. Mach du mal dein Ding. Und ich mach meins.
Okay, ich schmeiß mal den Schlüssel weg. Den grünen, den braucht man nicht mehr. Durch das Schwitzen fängt diese scheiß Schnittwunde an zu jucken. Okay. Vermeintlich sind wir sicher hier, aber ich glaube nicht, weil der ist nach oben gelaufen, ne? Kann das sein? Wo kommen wir denn da jetzt hin? Ah, wir kommen in den obersten Teil der Eingangshalle. Da waren wir noch gar nicht. Krass. Ah, da geht's zum Uhrenturm. Okay. Und da geht's auch zum Lagerraum Ost. Da waren wir schon gewesen. Da liegt blaues Kraut. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber wir wollen zum Uhrenturm. Grünes Kraut. Ja. Fuck you. Scheiß Mistviecher, Alter. Ist das nice oder nicht? Keine Ahnung. Reparaturplan. Okay. Ort Polizeistation westlicher Uhrenturm. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich einen Spezialisten für die Reparatur anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht. Okay. Mir bricht hier auch bald mein Joch, Alter. Ist hier noch irgendwas? Dort haben wir eingesetzt. Ist hier irgendwas? Ah ja. Was ist das? Fehlt auch irgendwas. Keine Ahnung was. Irgendwo ging doch gerade eine Treppe hoch, oder nicht? Ach, dahinter quasi. Okay, und hier geht's auch lang. Oder was? Scheinbar. Scheinbar. Ach, hier ist die Treppe. Nice. So. Okay, pass auf. Wir sind jetzt im Uhrenturm. Getriebe. Großes Zahnrad. Wir gehen einfach mal hier hoch. Gucken mal, was hier oben ist. Ah, warte mal, wir haben noch grünes Kraut gefunden. Ja. Wir müssen das jetzt aber leider nehmen. Das nützt leider nichts. Ich hätte es auch lieber kombiniert. Ist aber eher schwierig im Moment. Da kommen wir gar nicht hin. Scheiße. Was ist hier? Kleines Zahnrad. Okay. Fehlt da jetzt noch was oder wie darf ich das jetzt verstehen? Das hat nichts gebracht, ne? Ich untersuche gerade mal alle Sachen, die wir haben. Was bringt es uns, den Glockenturm zu reparieren? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Keine Ahnung.
Warum wird uns das große Zahnrad eigentlich noch angezeigt? Kann man das wieder abnehmen? Warte mal. Bitte nicht erschrecken lassen. Dankeschön. Ach, guck mal, hier ist ja auch noch so ein Ding. Was passiert denn, wenn wir das hier reinmachen einfach? Alles klar. Das läuft. Außen bleiben. So. Okay. Wo war die Treppe jetzt nochmal? Hier. Der Gerät läuft. Aber was bringt's? Hoffentlich muss ich darüber keinen Bericht schreiben. Okay. Ja. Alles klar. Er ist wieder da. Natürlich ist er wieder da. Und er kommt hier rein, wa? Okay, lass mich kurz überlegen, wo wir jetzt mit dem Ding hin müssen. Dunkelkammer, Schließfachterminal? Nee, 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 das war's nicht. Hier, glaube ich, oder? Nee, das hat Karten. Hier, glaube ich. Ja. Da müssen wir hin. Das ist ein ordentlicher Weg, den wir jetzt vor. Wobei, eigentlich geht's. Wir müssen eigentlich nur. Nur. Hier raus. Durch die Bibliothek, hier wieder raus und dann durch die Eingangshalle, durch dieses Ding durch. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo der Boy ist. Ich habe ihm seine Schritte nämlich schon wieder gehört. Komm raus und geht's rum. Nein. Dich. Du Arsch. Lass mich in Ruhe. Okay. Leiter runter.